Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. So, guten Morgen. Ich hoffe, der Ton ist einigermaßen okay. Ich habe hier ein bisschen Kummer mit meiner Technik, aber da gewöhnt man sich ja langsam dran, ne? Okay. Schön, dass ihr was hört, weil ich höre nichts. Irgendwie hat mein Mikro hier oder mein Headset eine Meise. Okay. Die man hier mal so sieht, so wenn ich jetzt mal so in die Runde gucke, hier sind ja doch wieder ein paar alte, was heißt alte? Ein paar alte Bekannte da. Ich wollte gerade sagen, ein paar alte Gesichter da, aber dann fühlt sich der ein oder andere wieder auf den Schlips getreten. Das wollen wir natürlich nicht. Okay, heute mit etwas improvisierter Technik. Wir haben unser Wohnmobil ein bisschen was umbauen lassen, sind damit unterwegs und probieren gerade ein paar Sachen, um zu checken, ob die neu eingebaute Technik auch funktioniert. Ich höre eine englische Stimme im Hintergrund. Ist das bei allen so oder nur bei einem? Okay, alles klar. Dann Ulrich. Es gibt Menschen, die behandeln sowas, wenn man Stimmen hört. Sorry. Da ist ein Piepton. Okay. Wenn das beibleiben sollte, noch 2-3 Minuten müsst ihr mir das sagen, dann muss ich schnell was umklemmen. Oh je. Okay. Wenn es zu dolle pfeift, dann müsst ihr was sagen, dann klemme ich um. Wie Vogelgezwitscher. Okay, dann kümmern wir uns mal recht zügig um die Märkte. Das ist ja das, was wir wollen, oder? So, ich muss hier immer ein bisschen improvisieren, weil mir sonst das halbe Bild fehlt. Sorry, ich habe heute Morgen schon eine Stunde mit der Technik gekämpft, um es überhaupt hinzukriegen. Ja. Und der klaut mir sonst die Hälfte. So. Gucken wir uns den Jungen mal an. Warum auch immer der hier fehlt. Ich krieg eine Krise hier. Nee, meine Maus reagiert nicht. Ich sehe sie zwar flitzen, aber die sagt nichts. Nur in der Plattform. Oh Mann. Ich probiere mal schnell was. Ja, ich helfe. Bin sofort da.
kann ja machen, was ich will. Irgendwo hat sich die Plattform aufgehängt. Okay, ich versuch's mal anders. Ja, die werde ich wohl neu starten müssen. Tut mir leid, gerade jetzt, wo wir so einen Haufen Gäste drin haben. Ich starte die Plattform neu. Derzeit können wir ein bisschen improvisieren und über den Zack, den werde ich schnell beenden und starte ihn einfach neu. Gell? Okay, zum Organisatorischen, die Leute, die alles gebucht haben und so weiter, die ja schon ein bisschen länger mit uns arbeiten, ab heute Nachmittag und morgen sind keine Webinare, ich bin im Moment unterwegs, das heißt, ich habe heute Nachmittag und morgen keine Technik zur Verfügung, deswegen... Und da haben wir wenigstens schon mal wieder eine Plattform. Am Donnerstag sind dann zwei Webinare, eins morgens und eins nachmittags. So, wir kümmern uns jetzt mal einmal um den Rückblick auf gestern. Wir haben seit vielen Tagen eine Marke unten, wo wir gesagt haben, okay, viel tiefer sollte er nicht fallen. Welche Marke war das? Wo lagen unsere Stops? Oder bei dem einen oder anderen liegen sie ja vielleicht auch noch. Unter 1,1350. Genau so ist es. Und 1,1350 war hier jetzt im Moment das untere Level. Woher kommt die 1,1350? Ja, der erholt sich gleich. Da haben wir es. Die 1,1350 errechnet sich aus den Zielbereichen von immer noch von letzter Woche. Wir haben da den Zielbereich 1,1355, den er nicht abgearbeitet hat letzte Woche. Am Freitag hier. Diese Nummer sollte er eigentlich abarbeiten, das hat er nicht. Deswegen haben wir. Ton ist weg? Nee, ne? Ton ist da, oder? Ja. Die 1,1355 hatte hier unten nicht abgearbeitet. Die sollte er abarbeiten. Deswegen mussten unsere Stops da drunter, damit er diese Marke auch noch holt. Da, die sollte er abarbeiten, hat er auch sauber getan.
Darunter hat er jetzt einen Boden gebildet. Das passiert recht oft, dass er genau solche Nummern macht. Jetzt besteht aufgrund dessen allerdings jetzt die Möglichkeit, dass wir heute runtergehen könnten bis an die 1.1337. Allerdings glaube ich dann nicht, dass die 37 Halt bietet, sondern 1.1316. Das heißt, Long-Positionen werden für heute weiter gehalten. Stops kann man jetzt minimal korrigieren. Die Positionen laufen seit letzter Woche. Das heißt, Stops kann man hier ganz sauber darunter korrigieren. Unter die 1.1350.03. Ich würde meine Stops jetzt verschieben auf 1.1345. Ich weiß, das tut weh oder das macht man ungern, aber nur für die Positionen, die schon im Gewinn sind, macht das Sinn. Anstatt sich unten mit einem nachlaufenden Tief, was kommen kann, kurzes nachlaufendes Tief, kurzer Fake unter diese Tiefs hier, wenn wir dann rausgekegelt werden und dann ballert er hoch wieder an die 1.1440 oder so, da wo er gestern schon mal gewesen ist, dann ärgert man sich die Pest. Und ich weiß, wie das ist, man ärgert sich viel mehr über entgangene Gewinne als über realisierte Verluste. Ob der Markt nur heute so der Brüller wird, wage ich eh zu bezweifeln, weil wenn ich mir diese Geschichte jetzt angucke, wir bewegen uns in einer 6-Punkte-Range seit einer Stunde. Seit einer Stunde zwischen der 58 und der 64. Und wir haben es 8 Uhr. Das heißt, hier ist noch gar nichts weiter passiert. Ich weiß, die meisten interessiert eher der DAX. Da, ich bin hier mit 10 DAXen, habe ich hier geschortet, wie man sieht. Die Position ist 180 Punkte hinten und der Stop liegt über den Hoch von gestern. Das heißt, ich bin mit 70 Punkten Stop mit $700 im Risiko. Warum tue ich das? Da Stops gehören über dieses Hoch. Mein Plan ist, dass er entweder nochmal nach unten durchkachelt, auf jeden Fall bis an die 10.600 circa, das wäre so mein Lieblingsszenario, bis hier runter bis an die 10.600. Dort würde ich den Betrailstop auf jeden Fall Break-Even ziehen, da. Weil dann könnte diese ganze Bewegung von 11.6 von letzter Woche kommen bis hier runter, könnte diese Nummer eine kleine inverse SKS bedeuten, die dann den Rücklauf einleitet bis an Emma, da bis an die 11.050. Ich weiß, Idealszenario wäre für die etwas größeren Händler, wenn wir uns hier oben bei der 11.3, 11.4 aufschießen. Dazu müsste der Junge heute fürchterlich Gas geben. Dieser Spike gestern hier runter, dahin, komm her, gucken wir mal, ob mir gleich die Werte zeigt. Na komm. Okay, machen wir es manuell. Das dauert hier manchmal ein bisschen. So. Dort haben wir die 10.585. Da fehlen noch ein paar Pünktchen nach unten. Die 10.570 hätte es werden sollen nach unten. Wir hatten zwei Marken auf dem Deckel. Einmal die 10.670, die wir
weit unterschritten haben mit der Eröffnung Sonntagnacht. Am Freitagabend haben wir die ganz knapp verfehlt. Da fehlten nur so 10, 12 Pünktchen. Deswegen habe ich alle Short-Positionen letzte Woche vor dem Wochenende rausgeschmissen. Ich hatte nicht mehr so ein gutes Gefühl und die Position war auf 150 DAX angewachsen. Und diese dann wieder mit nach oben zu nehmen, war mir zu heiß. Deswegen haben wir bei 10,7 alle rausgeschmissen. Wir sind ja auch von weit oben gekommen. Wer die Webinare von letzter Woche verfolgt hat, ansonsten möchte ich euch bitten, euch die Webinare anzuschauen. Die Aufzeichnungen dürften öffentlich sein. Ansonsten, ich kontrolliere das nochmal, bevor ich weiterfahre und werde alle Aufzeichnungen von letzter Woche öffentlich schalten. Dann könnt ihr euch die anschauen, wie wir uns die Marken erarbeitet haben. Wir haben den Einstieg bei F6, den haben wir verpasst. Wir haben dann etwas tiefer angefangen. Die erste Nummer ging bis hierher. Die habe ich dann letzte Woche mit diesem Spike hier leider Gottes zu früh glattgestellt und haben dann am Dienstagnachmittag diesen Abmarsch nach unten, diesen vollen Abmarsch verpasst. Nachdem man dann einen kleinen Boden gebildet hat, haben wir eine Long-Position mitgenommen. Mittwoch war Feiertag in den USA. Und diese Long-Position haben wir hier geschlossen und haben dann im Bereich 11.230, 11.240 angefangen zu shorten. So, und diese Nummer haben wir mit den Zielen 10.670 gehandelt und bei 10.700, um die 10.700 wurden diese Position am Freitagnacht kurz vor Börsenschluss geschlossen. Das heißt, die Performance war mehr als gut. Unteres Ziel war 10.570 und die hat er ganz knapp verfehlt. Das würde für heute heißen, der Verlauf heute sollte sich etwas aufbäumen. Der kann sogar noch hochgehen bis zur 10.57, 10.67. Er kann auch die Stops hier über diesem Hoch noch ganz knapp abarbeiten. Ganz kurz da mal drüber luken, um dann nach unten zu gehen und wenigstens nochmal die 10.620 zu holen. Die Marken bitte mitschreiben. Also nach unten die 10.620. In diesem Bereich müssen wir mit bullischen Reversal rechnen, die stramm nach oben marschieren und wenigstens hier bis in den Bereich 11.000 gehen. Ich lege hier mal zwei Linien rein, damit haben wir die am Donnerstag für die Webinare entweder da. Diese Linien verschieben sich mit den Emmas, wandern die nach oben, aber das ist der Bereich, in welchen er eintauchen sollte. Und wenn wir uns auf diese Abwärtsbewegung hier komplett noch einen Fibo legen, ich hätte vielleicht die Linien anders einfärben sollen, dann sehen wir, dass genau die Mitte zwischen diesen beiden Linien 50er Fibo Level ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass er dorthin läuft, um den nächsten Shortschub dann einzuleiten, ist recht hoch. Wir haben heute den 11., das heißt, wir haben noch 13 Tage bis Weihnachten. Und diese 13 Tage könnten durchaus genutzt werden, das Ding, die 300 Punkte nach oben zu drücken. Das heißt, es werden langweilige Tage, er wird sich nämlich langsam nach oben schaukeln und ich werde mich mit dem Handel von dem DAX dann nach oben zurückhalten. Ich suche mir Short-Einstiege. Wo suche ich mir diese Short-Einstiege? Ich suche sie mir hier, knapp unter der 11. Hier in diesem Bereich, so zwischen 10.900 und 11.000, genau da würde ich die erste Nummer wieder starten und die nächste Nummer wäre für mich am wichtigsten hier am 50er Level bei der 11.050. Beide würde ich mit einem Stop von 50 Punkten ungefähr handeln. Wenn die geholt werden, warte ich ab, ob wir zum Verfall, der ist am 21., also ganz kurz vor Weihnachten und zum Jahresende, wenn der dreifache Hexensabbat am 21. durch ist, dürften auch alle bullischen Szenarien vom Tisch sein. Das heißt, wir müssen bis zum 21. mit bullischen Reaktionen rechnen. Das Open Interest liegt hier oben
Es liegt sogar über L4, zwischen L4 und L6 wäre der günstigste Bereich. Das heißt, es könnte versucht werden, den Kurs dorthin zu drücken, was aber 700, 800 Punkte entspricht. Und dass er die so schnell long macht, tja. An der Börse ist alles möglich, auch das Gegenteil, ne? So, hier diese Nummer, gleiches Spiel, immer noch, wir bewegen uns immer noch zwischen 1,1366 und 1,1357 in eine 9-Punkte-Range seit über einer Stunde. Was macht man damit, wenn das so ist? Gute Idee. Der eine sagt nichts und der andere sagt, alte Webinare, alte Seminare anschauen, abwarten. Genau. Man sollte auf jeden Fall die Finger erstmal davon weglassen. Also, Szenarien im Euro oder mögliche Szenarien heute. Nochmal das Anlaufen von der 1,1350. Ideal mit einem Spike ganz kurz durch. Schlusskurs um 5 Minuten oberhalb der 1,1350 würde ich dieses für ein Long-Szenario benutzen. Short-Szenarien, nein. Short-Szenarien kommen erst für mich in Frage, wenn wir einen Stundenschluss unter 1,1350 haben. So, ich habe hier noch ein paar Sachen abzuarbeiten. Und zwar, wenn ich im DAX die Bewegung A messe, wird das Gap durchgemessen. Mein lieber Paolo, du meinst wahrscheinlich den DAX. Richtig. Das heißt, diese Bewegung hier, ja, auch wenn du eine Kurslücke dazwischen hast, diese Bewegung wird von da bis da gemessen. Es gibt eine Besonderheit, die man hier beachten kann, da, so wird die Bewegung gemessen, wenn man die mit dem FIBO messen will, von diesem Hoch zu diesem Tief. Und damit hat man auch schon mal die nächsten Marken, die ziehen dürften, die angelaufen werden dürfen. Also das kann man so machen. Ich nehme jetzt mal alle anderen Objekte hier raus, weil es gibt noch eine Besonderheit und dazu mache ich jetzt mal, nehme ich mal die Strategie raus. Da kann ich hier nämlich auch nicht handeln. Was man sehr gut machen kann in solchen Fällen, man kann sich solche Geschichten nehmen und den Schlusskurs zum Eröffnungskurs nehmen und sich da ein FIBO drauflegen. Ich weiß, der geht gerade, deswegen hat er jetzt genau das Problem. Da müssen wir ein bisschen improvisieren, weil wir haben da die Eröffnung und da den Schluss. Und dann sehen wir, das Resultat aus diesem Gap hat oft die Wirkung, dass er in die Richtung von dem Gap, dann hätten wir gestern die 10,591 gesehen. Gucken wir uns gleich mal an. Da, die 10,591 wäre das Zinnlein an der Waage gewesen. Und nach oben hätten wir jetzt die 10,744 und die 10,759. Man kann so ein Gap wirklich dafür benutzen. Und wenn wir jetzt mal gucken, sehen wir nur dieses Eröffnungsgap, was wir hier haben, wurde genau die 10,591 hier unten sauber umkämpft, nachdem hier oben die 10,759 auf den Tick genau angelaufen wurde. Das heißt, er hat sich hier erstmal einen Fehlausbruch, dann ist er hochgelaufen, Stück für Stück. 161,8, da oben angelaufen, die
Umkehr, um dann direkt nach unten durchzumarschieren, diese Nummer. Das resultiert nur aus diesem Eröffnungsgap. Wollte ich jetzt nur mal angerissen haben, machen wir in unserem Club, dem Paternoster Trader Club, machen wir mal dazu Special Webinare, um so eine Dinge genau auseinander zu pflücken, wenn da Interesse besteht. Aber man sieht, wie diese Marken halten. Gell? Okay. Aber wenn man die Gesamtbewegung von oben nach unten messen will, dann geht diese Bewegung von da bis da. Danach haben wir einen Trendwechsel. Das heißt, wir müssen die Bewegung je nach Zeiteinheit von da bis da messen. Okay? Frage beantwortet. Danke. Ja, viel mehr Fragen habe ich jetzt nicht. Der Rest war nachher nur Sachen aus letzter Woche, wo der eine oder andere einfach seine Meinung geäußert hat, dass er anders gebürstet war oder anders ausgerichtet war als wir. So. Derzeit tut sich hier was. Okay, unsere bestehenden Longs, wo könnte man die versuchen aufzustocken? Jemand eine Idee? Genau, wir müssen hier oben durch, richtig, die 1,1380, nein. Wir müssen jetzt einen Trendwechsel haben, 5 Minuten. Wir brauchen jetzt hier ein neues Hoch, einen Schlusskurs da oben drüber, nach Möglichkeit sogar über diesen Zielbereich und dann einen Rücklauf und dann hätten wir hier einen Einstieg nach Euro Pro. Das wäre möglich. Okay, viel mehr gibt es jetzt auch dazu nicht zu sagen. Also, Euro bis da hoch, wieder retour. Bestätigung, wenn das jetzt hier ein Fake wird, also der Schlusskurs unter diesem Hoch, unter diesem Zielbereich und unter diesem Zielbereich passiert, müssen wir damit rechnen, dass wir runter an die 37 laufen. Dort würde ich nach reinem Zielbereichshandel eine neue Position starten. Wer wissen möchte, wie ich die handle oder wie wir die handeln, wie wir damit umgehen, kann sich bitte das öffentliche Webinar anschauen, welches wir letzte Woche mit Nelson und FX Flat gemacht haben. Schlusskurs im 5M. Genauso sieht's aus. Der muss da oben drüber über der 71 sein. Bleibt der hier drunter, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er hier runterläuft. Wir sind wieder innerhalb dieser 10-Punkte-Range. Heißt für mich, Füße stillhalten, solange wie es irgendwie geht. Ich sehe gerade, sind ein Haufen Anfragen reingekommen, dass der Link fürs Webinar fehlt und. Aber ich glaube, es war in den Mails am Wochenende war das deutlich genug, oder? Dass man sich zu dem Webinar neu anmelden muss. Okay. Michael sagt gerade, das war sehr gut, habe es mir am Wochenende angeschaut, das Webinar. Okay, schaut euch das Webinar an, was ich letzte Woche, ich glaube Mittwoch, am Feiertag mit Nelson Cardoso Neto von FX Flat zusammen gemacht habe. Dort habe ich genau erklärt, wie wir mit unseren Zielbereichen und in Verbindung mit Euro Pro umgehen. Am Nikolaus, genau.
haben wir noch ein paar Pips im Sack. Dieses Webinar findet ihr öffentlich. Und ich werde mal gucken, dass ich noch ein paar Webinare auf YouTube öffentlich schalte. Dann könnt ihr euch da ein bisschen mehr drüber informieren. Okay? Bei mir ist die Einladung auf eine andere E-Mail-Adresse gekommen. Okay, kommt auf eine andere E-Mail-Adresse, wenn du bei uns eine andere hinterlegt hast. Wir schicken nur dahin, womit ihr euch auch angemeldet habt. Okay. Oh, Nikolaus, mein Halbbrite, schön, dass du mal da warst. Wir sollten die nächsten Tage vielleicht mal telefonieren, wenn du möchtest. Und das soll es für heute auch schon gewesen sein. Auch wir haben noch andere Termine auf dem Deckel, so wie das in der Weihnachtszeit mal ist. Also hier den Ausbruch nach oben, dann die Bestätigung. Hier ist noch nichts passiert. Das war bis jetzt nur ein Fehlversuch. So ist es auf jeden Fall zu werten, solange der Schlusskurs nicht da war. Brauchen wir nicht drüber nachdenken. Und diese Geschichte hier, genau so. Wir kommen von da ganz oben. Wir sind 1000 Punkte nach unten marschiert. Von der 11.6 kommen bis zur 10.6. Das könnte jetzt hier unten mit so einer SKS, mit so einer inversen kleinen SKS beendet werden. Wenn wir über dieses Hoch gehen hier, wäre diese inverse SKS bestätigt. Also, aber wir haben die Chance, nochmal hier runter zu laufen. Und diese Schulter auszubilden nach unten. Damit verabschiede ich mich jetzt. Schreibt euch die Marken auf. Schaut euch die Aufzeichnung nachher an, wenn ich sie hochgeladen habe. Es dauert ungefähr eine Stunde, anderthalbe. Und dann findet ihr dieses Webinar öffentlich auf YouTube. Auf jeden Fall in eurem Account. In diesem Sinne, euch jetzt einen schönen Tag. Wir hören uns wieder am Donnerstag früh. In diesem Sinne, tschüss, tschüss, moin, moin, euer Thorsten.